Ja, was hat der Bürgermeister jetzt konkret für Kötschach-Mauthen vor? Das präsentiert er uns jetzt gleich selbst. Er möchte Ihnen gern sein Arbeitsprogramm vorstellen. Walter Hartlieb, bitteschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen nun das Arbeitsprogramm, nicht mein Arbeitsprogramm, sondern das Arbeitsprogramm unseres Teams präsentieren, was wir versucht haben, auch mit Gesprächen aus Menschen der Wirtschaft, des Tourismus, der Landwirtschaft gemeinsam aufzustellen und was für uns eben die Grundlage und Orientierung für die nächsten 6 Jahre sein soll. Selbstverständlich ist es auch wie in der Vergangenheit nicht planbar, wenn gewisse Ereignisse auf uns treffen und wir hier dann natürlich auch kurzfristig reagieren müssen. Aber wenn wir uns Kötschach-Mauthen heute so ansehen, dann glaube ich schon, dass wir mit Stolz sagen können, dass wir in den letzten Jahren ein neues Kötschach-Mauthen geschaffen haben. Ein Kötschach-Mauthen, das einen Namen jetzt unter den Gemeinden Kärntens einnimmt, einen neuen Platz in der Reihung der Kärntner Gemeinden. Ein Kötschach-Mauthen, das über die Gemeindegrenzen hinaus sich einen Namen gemacht hat. Und ein Kötschach-Mauthen, das auch politisch einen eigenen Weg gegangen ist, nämlich den Weg der Zusammenarbeit, den Weg der raschen Entscheidungen und den Weg der Dynamik und Verantwortung in vielen Bereichen, der auch für andere als vorbildhaft gilt. Wenn man aber in die Zukunft schaut, dann wissen wir alle, es wird nicht leichter. Für den ländlichen Raum wie Kötschach-Mauthen, aber auch für das Bundesland Kärnten, Österreich und auch Europa schwächelt noch. Es stehen neue Herausforderungen an. Die Unsicherheit der Welt geht bei uns nicht spurlos vorbei. Teuerung belasten die Menschen, Turbulenzen beunruhigen die Wirtschaft, Krisen gefährden Sicherheit und Wohlstand. Wo so in der Welt und um uns herum passiert, das können wir nicht ändern. Und wir können unseren Weg, den wir dabei gehen wollen, zum Teil selbst beeinflussen. So ist eben unser Arbeitsprogramm die sachliche Grundlage und die Orientierung für uns in den nächsten 6 Jahren. Wie ich schon einmal sagte heute, unser zentrales Wort ist das Wort Arbeiten. Arbeiten für Kötschach-Mauthen, Arbeiten für die Menschen in unserer Gemeinde. Und ich darf Ihnen nun die Ziele und somit das Arbeitsprogramm, welches wir ausgearbeitet haben, für Kötschach-Mauthen präsentieren. Es sind Dinge dabei, die wir fortsetzen wollen. Es sind neue Dinge dabei, die in Zukunft unser großes Augenmerk und unser vollsten Einsatz haben werden. Ich habe das mir so vorgestellt, dass ich mehr Bereiche einteile, wieder Familie und Wohnen, Arbeit und Wirtschaft, was ein großer Schwerpunkt sein soll in der nächsten Gemeinderatsperiode, aber auch Infrastruktur und Verkehr ist wichtig für eine Gemeinde im ländlichen Raum, wie auch die Umwelt und die Landwirtschaft. Ein Bereich wird Soziales und Gesundheit sein. Insbesondere die Gesundheit hat hier einen hohen Stellenwert für uns als ländliche Gemeinde. Aber auch der Mensch und die Gemeinschaft soll im Mittelpunkt stehen und natürlich auch die Verwaltung und der politische Stil, den wir in der Vergangenheit sehr erfolgreich gepflegt haben. Beginnen wir mit Familie und Wohnen. Die Familie ist ja die kleinste Einheit, die kleinste gesellschaftliche Zelle, in der mehrere Generationen zusammenleben und gegenseitig Verantwortung füreinander übernehmen. Die Kinder, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind unsere Zukunft, sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Deshalb ist es natürlich auch wichtig für eine Gemeinde im ländlichen Raum, dass wir entsprechende Angebote für unsere Familien haben. Wir wollen die Familien in ihrer Existenzgründung fördern. Wir wollen aber auch es schaffen, dass es ein Ja zum Kind gibt und die Eltern bei Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie unterstützt werden. Natürlich stets im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben. So wird das leistbare Wohnen für alle Generationen wieder ein Schwerpunkt sein. Wir haben es heute schon gesehen, junges Wohnen, es war ein Schwerpunkt in der Vergangenheit, es war eine Initiative, die wir als Gemeinde gesetzt haben. Es ist eine Möglichkeit, der demografischen Entwicklung und Landflucht entgegenzuwirken. Immerhin haben diese Projekte 25 neue Menschen in unsere Gemeinde gebracht, aber auch Menschen, die bereits hier gelebt haben, eine Existenzgrundlage ermöglicht, wo sie ihr Einfamilienhaus bauen können. Und diese Familien sind natürlich aufgrund ihres Alters auch ausbaufähig. Das wird ein Schwerpunkt sein, wie natürlich auch günstige Mitwohnungen für die Menschen
in unserer Marktgemeinde für alle Generationen. Beste Familienunterstützung, hier wollen wir natürlich mit dem Babystartgeld fortsetzen. Es ist in Kärnten einzigartig in dieser Höhe. Ich hoffe natürlich, dass dies junge Menschen animiert, hier sehr aktiv zu sein, um letztendlich viele Babys in die Welt zu setzen. Natürlich auch, wenn man Kinder in die Welt setzt, ist es wichtig, Kinderbetreuungseinrichtungen zu haben. Aber Kinderbetreuungseinrichtungen, die natürlich flexible und bedarfsgerechte Öffnungszeiten haben, auch hier wollen wir einen Schwerpunkt setzen und dies immer wieder anpassen, wie eben die Notwendigkeiten sind. Wir wollen aber auch die Schülernachmittagsbetreuung ausbauen. Sie läuft sehr gut und ich bin überzeugt, dass dies in Zukunft ein wichtiger Schwerpunkt sein wird, wie auch natürlich die Studentenförderung, um auch den Studenten ein bisschen einen Anreiz zu geben, dass sie weiter in ihrer Heimatgemeinde mit dem Hauptwohnsitz gemeldet sind. Und der dritte Punkt ist modernes Schulzentrum für unsere Kinder. Wir haben in der abgelaufenen Gemeinderatsperiode die energetische Sanierung der Volksschule durchgeführt. Wir haben die Barrierefreiheit in der Volksschule hergestellt. Und der zweite Bauabschnitt, den wir nun planen in den kommenden Jahren, ist natürlich die Modernisierung und die Adaptierung, die zeitmäßige Gestaltung der Schulräume, der Klassenräume für unsere Kinder, damit sie auch ein Umfeld haben, was den heutigen Standards bestmöglich entspricht. Der nächste Bereich ist ein sehr wichtiger für Kötschach-Mauthen, für uns als Drehscheibe der Wirtschaft im oberen Geil- und Lesachtal. Wir sind hier ein wichtiger Punkt in unserem Tal, aber Arbeit und Wirtschaft ist natürlich für eine Kommune in unserer Struktur wohl die schwierigste Aufgabe, die man hat. Einerseits aufgrund unserer peripheren Lage, es wollen ja alle Gemeinden Betriebe haben, Arbeitsplätze schaffen, natürlich auch die aktuelle europaweite Finanz- und Wirtschaftskrise, speziell aber auch im kleinen und mittelständischen Bereich gibt es Betriebe, die qualitativ sehr wichtige Arbeitsplätze haben, wo aber auch oftmals die Unternehmernachfolge ein zusätzliches Problem ist. Dennoch ist es in den letzten Jahren gelungen, einige Handelsbetriebe in Kötschach-Mauthen ansiedeln zu lassen, zusätzliche Arbeitsplätze damit zu schaffen. Als Gemeinde können wir nur Rahmenbedingungen schaffen, denn letztendlich sind es die Betriebe und Unternehmer selbst, die Arbeitsplätze schaffen, die Arbeitsplätze sichern. Und speziell diesen Rahmenbedingungen wollen wir uns in Zukunft vermehrt widmen. Hier ist natürlich ein wichtiger Bereich, Förderinitiative Ortskernbelebung 2015, Ortsmarketing für Kötschach-Mauthen mit dem Ziel, im Rahmen einer professionellen Betreuung einen deutlichen Impuls zur Stärkung der Ortskerne zu setzen, sowie eine Dynamik bzw. Kooperationsgemeinschaft bei den handelnden Personen durch Bürgerbeteiligung, insbesondere natürlich bei den Wirtschaftstreibenden und bei den Geschäfts- und Gewerbeimmobilieneigentümern auslösen. Unterstützt wird diese Förderinitiative vom Land Kärnten. Wir haben bereits die Vorbereitungen getroffen, die Anträge liegen beim Land Kärnten und wir werden dann in der neuen Gemeinderatsperiode hier die Entscheidungen und die Beschlüsse treffen, dass wir im Frühjahr 2015 mit diesem wichtigen Projekt, mit dieser wichtigen Initiative starten können. Ein großes Anliegen ist mir natürlich auch die Jungunternehmerförderung, das heißt Unternehmer, die ein Unternehmen gründen, Unternehmer, die ein Unternehmen übernehmen, in einem kleinen Ausmaß zu unterstützen für den finanziellen Aufwand, den sie haben, wenn sie eben das Unternehmen gründen oder ein Unternehmen übergeben bekommen. Wie eben beim ländlichen Bereich, wo wir eine Hofübergabeförderung geschaffen haben. Natürlich die Wirtschaftsmesse Gern. Sie ist ein Schaufenster für die heimische Wirtschaft. Sie ist die Drehscheibe für die Unternehmer mit den Konsumenten. Wir wollen das in einem zweijährigen Rhythmus fortsetzen. Die nächste Wirtschaftsmesse ist für das kommende Jahr 2016 geplant. Natürlich auch nicht zu vergessen das Käsefestival. Es soll weiter organisiert werden. Es ist eines der wichtigsten touristischen und wirtschaftlichen Events unserer Region und nicht mehr wegzudenken. Unterstützung der heimischen Wirtschaft heißt, wir wollen Auftraggeber für die heimische Wirtschaft sein. Wenn man bedenkt und heute den Film gesehen hat, wie viele Millionen Euro wir bereits in den letzten Jahren investiert haben, und hier ist natürlich ein Großteil
dieser finanziellen Beträge an die heimische Wirtschaft gegangen und wir waren somit ein wichtiger Auftraggeber für die heimische Wirtschaft und haben auch hier zur Arbeitsplatzsicherung beigetragen. Auch das soll natürlich in Zukunft in dieser Form erfolgen. Der Tourismus ist sicherlich ein Thema, das sich natürlich auch allen anderen Fraktionen widmen, wie der Wirtschaft. Der Tourismus ist wichtig für unsere Region. Wir sind eine Tourismusregion und hier wollen wir natürlich unsere Stärken forcieren und bündeln, Stärken im Bereich der Kulinarik, des Naturerlebnisses und der Nachhaltigkeit. Und was besonders wichtig ist, wir brauchen Qualitätsbetten in unserer Gemeinde und unserer Region. Und deshalb wollen wir mit vollstem Einsatz für den Tourismus in der kommenden Gemeinderatsperiode arbeiten. Und der letzte Punkt ist Förderungsfonds für Wirtschaftsinvestitionen. Heißt natürlich, Betriebe unterstützen bei Investitionen. Aber unterstützen kann man sie nur, wenn man Geld hat. Derzeit haben wir kein Geld. Aber wir haben bereits Möglichkeiten, die mit dem Bau der 132 kV erdverlegten Leitung über den Blöckenpass erfolgen werden, nämlich, dass wir dort finanzielle Mittel lukrieren können, die wir dann gezielt mit entsprechenden Rahmenbedingungen, entsprechend auch den Förderrichtlinien des Kärntner Wirtschaftsförderfonds und des Austria Wirtschaftsservice für die Unternehmer zur Verfügung stellen wollen und letztendlich ihre Investitionen auch seitens der Gemeinde unterstützen. Das heißt, dieser Bereich, wie ich schon eingangs sagte, ist der schwierigste für eine Gemeinde, aber wir werden uns in den nächsten Jahren mit vollstem Einsatz diesen beiden Themen Arbeit, Wirtschaft und den Tourismus widmen. Dann Infrastruktur und Verkehr ist ebenfalls sehr wichtig. Ein Wirtschafts- und ein Tourismusstandort braucht auch gute Verkehrswege und Verkehrsverbindungen. Das ist eine wichtige Voraussetzung und gute Verbindungen tragen natürlich auch zur Lebensqualität der Menschen von heute und morgen bei. Und zur Infrastruktur zählen natürlich auch die kommunalen Versorgungseinrichtungen. Hier wird natürlich ein Schwerpunkt sein, ein Mobilitätskonzept natürlich in der Region, das geht nur regional, aber auch in der Kommune müssen wir uns Gedanken machen mit dem öffentlichen Verkehr in Ergänzung mit den Mikrosystemen, dass wir ein Seniorentaxi umsetzen können, dass das Nachttaxi auf anständige Beine gestellt wird, auch die Schülertransporte, der Ski- und Wanderbus und natürlich die Gelteilbahn sind hier Schwerpunkte, dass wir hier auch für die Zukunft die Verkehrsverbindungen in unserer Region sichern können. Ja, ein Thema, was natürlich auch nicht im unmittelbaren Einflussbereich unserer Marktgemeinde ist, sind die Landes- und Bundesstraßen. Die sind in der Hoheitsverwaltung des Landes Kärnten. Wir haben ja einige Problemzonen, so möchte ich das bezeichnen. Wir werden uns mit vollstem Einsatz dafür einsetzen, dass hier seitens des Landes Maßnahmen gesetzt werden. Blöckenpass, ein Thema, das uns ja schon über Jahrzehnte beschäftigt. Die Straße, sie wurde auch gestern bei der Faschingssitzung wunderbar beschrieben, ist natürlich derzeit ein Problem. Es wird notwendig sein, eine ganz sichere Blöckenpassstraße zu haben, die auch einer Straße entspricht. Ich bin froh, dass wir am 9. Februar den nächsten Termin in Italien haben, wo diese Wirksamkeitsstudie die verschiedenen Alternativen prüfen soll, auf die Machbarkeit, auf die Auswirkungen volkswirtschaftlich und verkehrstechnisch und von der Region Friaul und Kärnten bezahlt wird. Wobei ich aber selbst überzeugt bin, dass die einzige Alternative, die auch rasch umsetzbar sein könnte, der sichere Ausbau der Blöckenpassstraße mit den noch erforderlichen Galerien und sonstigen Maßnahmen sein wird. Aber hier werden wir uns auch engagieren und widmen müssen. Natürlich haben wir gesehen im Film, permanente laufende Verbesserungen, Instandhaltung der Gemeindestraßen, der Radwege, Gehwege, unserer Brücken, Verkehrssicherheitsprojekte, Zebrastreifen, Barrierefreiheit bei den Gehsteigen, Gehsteige als solches, Ampeln und so weiter, Geschwindigkeitsbegrenzungen sind hier wichtig für unsere Jugend, für unsere Kinder, dass die Verkehrssicherheit gegeben ist. Und wir haben auch im Film gesehen, kommunale Wasserversorgung, das ist jetzt die neue Leitung in der Mautner Klamm. Das war nicht geplant. Geplant war nur vom Felsentor bis zum Hochbehälter Maria Schnee. Jetzt haben wir aber die Hauptwasserleitung neu gestaltet. Das hat natürlich sich aus diesen Ereignissen ergeben. Aber wir wollen natürlich diese kommunale Wasserversorgung im Besitz der Gemeinde für die Zukunft mit den entsprechenden Ressourcen sicherstellen.
Wir kommen dann zur Umwelt- und Landwirtschaft. Es wurde heute schon mehrmals erwähnt, ein wichtiges Projekt ist und bleibt hier unser Projekt Energieattack Kötschach-Mauten. Wir haben in der Marktgemeinde durch die Pionierarbeit von tüchtigen Unternehmen, aber auch durch weitblickende Maßnahmen, die wir als Gemeinde gesetzt haben, einen hervorragenden Ruf geschaffen. Es ist so, dass wir hier viele Auszeichnungen erhalten haben, sehr positive Schlagzeilen gehabt haben, aber es ist auch gelungen mit diesem Ökoenergietourismus, und ich möchte das einfach erwähnen, weil es scheinbar bei einigen Mandataren an Information fehlt. Mittlerweile 5000 Besucherinnen und Besucher, die dieses Öko-Energiesystem hier in Kötschach-Mauten besucht haben. Allein im letzten Jahr waren es 40 Gruppen, Schulklassen, die hier ihre Energielandwochen verbringen. Es waren Fachhochschulen, Universitäten, es waren Gemeinden, es waren nationale und internationale Delegationen bei uns. Und ich bin absolut überzeugt, dass das noch ausbaufähig ist und dass hier aber bisher schon eine sehr gute touristische und wirtschaftliche Förderung für die heimischen Betriebe mit verbunden war. Und ich möchte auch erwähnen, zu diesem Projekt gehört die Förderung für die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben 161 Projekte finanziell unterstützt. Das ist ein Betrag mit 50.000 Euro. Aber wenn man das hochrechnet, welche Wertschöpfung dahinter steht, so wurden mit diesen 50.000 Euro 2 Millionen Euro an Investitionen getätigt, die letztendlich auch der heimischen Wirtschaft zugutekommen. Und wir planen auch wieder Bürgerbeteiligungsmodelle, wie eben bei der Photovoltaikanlage hier am Rathaus. Die Beleuchtung wird ein Schwerpunkt sein, Umstellung auf energieeffiziente Beleuchtungsmittel, auf LED. Natürlich die Sicherheit im Hochwasserschutz. Das Projekt HQ100 an der Geil wird fortgesetzt. Wir haben letztes Jahr schon gesehen, wie wichtig das war. Es sind weitere Projekte geplant bei der Valentin. Dann das Lammerbach-Projekt in Kötschach steht an. Es sind aber auch Projekte im Bereich Schießhüttenbach und für die Zeliske, wo wir alle Jahre wieder massive Probleme mit den Wässern haben, vorgesehen. Ohne Landwirte keine Vergangenheit, ohne Landwirte keine Zukunft. Deshalb ist die Förderung der Landwirte für uns sehr wichtig. Wir haben die Übergabeförderung, wenn eben die Hofstelle an den Nachfolger übergeben wird, eingeführt. Wir wollen das fortsetzen und wir wollen natürlich auch, was für die Landwirte wichtig ist, die Verbindung zu ihren Gehöften, die Verbindung zu den einzelnen Ortschaften sicherstellen. Hier sind mehrere Wege geplant. Im ländlichen Wegenetz der Almaweg soll 2015 gestartet werden. Es ist aber auch geplant, noch mehrmaligen Vorsehen in den letzten Jahren, der Dolingweg. Ich habe auch hier schon Gespräche mit der Thal geführt, wie wir das angehen können. Und der Sitmusweg ist für die kommende Gemeinderatsperiode geplant. Regionale Produkte sind sehr wichtig, glaube ich, in der heutigen Zeit. Kärnten wurde jetzt wieder von einem Skandal belastet. Das wirkt sich natürlich nicht nur auf die betroffene Region aus, sondern auf die gesamte Region Kärnten, auf unser Bundesland. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wo die Produkte herkommen, wer die Produkte produziert. Und wir wollen den Direktvermarktern die Möglichkeit bieten, dass wir als Gemeinde einen Kötschach-Mautner Bauernmarkt für die heimische Bevölkerung, aber natürlich auch für unsere Urlaubsgäste organisieren. Soziales und Gesundheit wird ein Schwerpunkt sein. Wiederum Projekte, altersgerechtes Wohnen umzusetzen, gemeinsam mit Wohnbaugesellschaften, aber natürlich auch, was mir ganz stark am Herzen liegen würde, ein Generationsprojekt, wo eben viele verschiedene Altersgruppen in einem Wohnobjekt gemeinsam ihr Leben verbringen. Dann der Einsatz für die ärztliche Versorgung. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir im ländlichen Raum eine ärztliche Versorgung haben. Sie haben ja alle gelesen in den verschiedenen Medien, wie schwierig es ist, Ärzte zu finden, die letztendlich sich in den ländlichen Raum als Kassenarzt niederlassen. Auch wir haben jetzt wieder einen Wechsel vor, obwohl wir sehr froh waren, dass wir vor 2 Jahren hier die neue Ärztin in Kötschach-Mauten begrüßen haben dürfen. Ich bin auch sehr froh, wir haben diese Woche Gespräche geführt, dass sich mittlerweile mehrere Interessenten gemeldet haben, und ich hoffe, dass wir bis zum Sommer dann die Parameter gemeinsam mit der Ärztekammer festgelegt haben, dass hier ein neuer Arzt dann in Kötschach-Mauten sich ansiedelt. Aber natürlich auch der Ausbau und die Sicherheit des Landeskrankenhauses Laas ist für unsere Region wichtig, was die medizinische Versorgung betrifft, aber natürlich auch als wichtiger Arbeitgeber.
Das Projekt Gesunde Gemeinde war ein Schwerpunkt, wie wir im Film gesehen haben in den letzten Jahren. Wir wollen das natürlich fortsetzen, weil Gesundheitsvorsorge ist wichtig. Sie trägt zur Stärkung des Gesundheitsbewusstseins unserer Bürgerinnen und Bürger bei. Und deshalb wollen wir auch das seit 2009 laufende Projekt in Zukunft fortsetzen. Es ist auch geplant, ein neues Fahrzeug für die so wertvolle Aktion Essen auf Rädern anzuschaffen. Dann kommen wir zu Mensch und Gemeinschaft. Wir wollen auch unsere Infrastrukturen für die Lebensqualität in unserer Gemeinde, sowohl für die heimische Bevölkerung als auch für unsere Urlaubsgäste, ständig verbessern, attraktiver machen und vor allem nachhaltig sichern. Dazu zählen natürlich die Aquarena, Naturschwimmbad, Museum, ÖRV, Freizeitpark, Kinderspielplätze, auch eine Rodelbahn ist geplant. Und was ganz wichtig sein wird, das ist Zukunftsprojekt Erlebnis Skipark und Aquarena. Ich sage das einfach aufgrund der aktuellen Situation. Wir haben leider heuer wieder bei den Skianlagen aufgrund der Wetterbedingungen ganz eine schwierige Ausgangsbasis. Und das Ziel muss es sein, dass wir hier gemeinsam mit dem Betreiber, gemeinsam mit dem Land Kärnten ein Konzept ausarbeiten können, dass das Skigebiet hier in einer Form nachhaltig gesichert ist, dass wir auch finanziell was uns in Zukunft leisten können, insbesondere wenn Investitionen anstehen, dass unsere Jugend das Skifahren lernen kann, dass auch für den Sportclub die Infrastruktur zur Verfügung steht, dass aber auch weitere Attraktivitäten, die vielleicht nicht so kostspielig sind, für die Familien geschaffen werden, wo man einer Freizeitgestaltung nachgehen kann und das natürlich in Kombination mit der Aquarena Kötschach-Mauthen. Natürlich, die Vereine sind ein wichtiger Schwerpunkt in unserer Arbeit. Letztendlich sind die Vereine mit ihren ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Rückgrat unserer Gesellschaft. Mit ihren Aktivitäten in Kultur, Sport oder Sozialen sind sie unverzichtbar. Sie vermitteln Gemeinschaftsgefühl und geben sozialen Rückhalt. Ebenso natürlich die Freiwilligen unserer Einsatzorganisationen, die letztendlich für die Sicherheit unserer Bevölkerung unverzichtbar sind. Das haben wieder die Ereignisse in der Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen. Und wir haben hier zahlreiche Schwerpunkte geplant. Natürlich das Feuerwehrhaus Würmlach zu adaptieren und zu sanieren. Auch die Bergrettung wollen wir unterstützen beim Ankauf ihres neuen Einsatzfahrzeuges. Und auch der Obergärter Sportclub soll in den kommenden Jahren ein neues Vereinsgebäude erhalten. Wichtig ist bei Mensch und Gemeinschaft aber auch Ausbau von Angebot in den Bereichen Bildung und Freizeitgestaltung für alle Generationen, für unsere Jugend, durch Aktivitäten des Jugendzentrums, aber auch natürlich durch eine weitere Einbindung der Volkshochschule, um hier entsprechende Möglichkeiten der Weiterbildung für alle Generationen zu bieten. Nun komme ich schon zum letzten Bereich, Verwaltung und politischer Stil. Natürlich ist es wichtig, als Gemeinde ein Dienstleistungsbetrieb zu sein, wo wir eine bürgernahe, effiziente und transparente Gemeindeverwaltung haben. Für alle, die heiraten wollen, die kann ich jetzt beruhigen. Wir wollen ein Trauungszimmer umsetzen, das auch einem Trauungszimmer entspricht und nicht mehr, dass der Gemeinderatssitzungssaal herhalten muss für so ein wichtiges Ereignis in den Leben dieser Menschen. Verantwortungsvolle Gebühren- und Abgabengestaltung ist natürlich ein Schwerpunkt, aber auch hier muss man als Kommunalpolitiker die Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen, aber diese sollen verantwortungsbewusst letztendlich durchgeführt werden. Dann natürlich eine bewusste Finanz- und Budgetpolitik, wobei es immer wichtiger wird, und wir haben es auch schon heute gesehen, interkommunale Zusammenarbeit. Wir müssen uns mit den Gemeinden unserer Nachbarschaft Gedanken machen, wie wir Projekte gemeinsam finanzieren, gemeinsam die Synergie nutzen und gemeinsam letztendlich profitieren. Natürlich auch die EU-Förderperiode. Hier ist es wichtig, durch die Grenzkontakte mit unseren italienischen Nachbarn Projekte umzusetzen, Fördermittel aus der EU zu erreichen, damit wir hier auch die finanzielle Basis haben. Bürgernähe, Anliegen der Bürger ernst nehmen, ist normal eine Basisgrundsatz für einen Politiker. Natürlich wollen wir das auch in Zukunft weiter in dieser Art und Weise fortsetzen, wie den politischen Stil einer sachlichen Diskussion und konstruktiven Zusammenarbeit. Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, habe ich Ihnen unser Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre präsentieren können. Es beschreibt konkrete Ziele,
die wir setzen und Schritte, die wir dafür gehen müssen. Wir wollen Kirchschachmauten weiter als Drehscheibe der Wirtschaft, als Drehscheibe des gesellschaftspolitischen Lebens in unserer Region des Oberen Gail- und Lesachtals positionieren. Und wir wollen insbesondere die Lebensqualität für unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch für unsere Gäste und Tagesbesucher weiter verbessern in den einzelnen Bereichen von Familie über Wirtschaft, Tourismus bis hin zum Sozialen, zur Gesundheit und so weiter. Visionen sind natürlich wichtig, aber wir stehen für konkrete Ziele und deren Umsetzung. So ist es natürlich jetzt so, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir wenige Tage vor einer wichtigen Weichenstellung für die Zukunft stehen. Eine Entscheidung, die wir alle 6 Jahre treffen können. Am 1. März werden Sie festlegen, wie stark jeder hier im Gemeinderat vertreten ist. Und deshalb bitte ich Sie natürlich mit meinem Team gemeinsam, dass Sie uns am 1. März das Vertrauen schenken, weil ich diesen erfolgreichen Kirchschachmautner Weg unbedingt fortsetzen möchte. Wenn Sie der Meinung sind, dass wir das tun sollen, so sind wir natürlich froh und glücklich, wenn Sie uns dabei unterstützen, wenn Sie mein Team, meine Mannschaft unterstützen, wenn Sie mich persönlich unterstützen, damit wir unseren Leitsatz treu bleiben können, gemeinsam für Kirchschachmauten festzuarbeiten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Walter Hartlieb, danke für die Vorstellung des Arbeitsprogrammes des Bürgermeisters, natürlich gesamt mit dem Team gemeinsam für Kirchschachmauten. Eine abschließende Frage habe ich noch. Da passiert ja jetzt noch einiges bis zur Wahl. Es sind einige Hausbesuche geplant. Wie viele Hausbesuche stehen da an und wie viele haben Sie schon gemacht? Das ist ja wirklich, da sind Sie ja sehr aktiv und das ist auch eine sehr schöne Sache, dass nicht nur die Bürger und Bürgerinnen in den Rathaus, in die Gemeinde kommen, sondern dass auch Sie persönlich auf Sie zugehen. Wie schauen die nächsten Wochen für Sie dabei noch aus? Ja, wir haben natürlich jetzt einmal die Vorbereitungen getroffen, das Programm ausgearbeitet, das Team zusammengestellt, natürlich diesen Wahlauftakt vorbereitet und in den nächsten Wochen ist es mir natürlich wiederum ein großes Anliegen, alle Bürgerinnen und Bürger, soweit sie natürlich zu Hause sind, persönlich zu besuchen, mit den Kandidaten in den verschiedenen Ortsteilen, die natürlich mitgehen sollen. Ich habe dann, wenn ich das abgewickelt habe, sind ja nur 1450 Haushalte, zum 6. Mal gemacht und ich kann nur bestätigen, dass es einfach wichtig ist, weil natürlich ist man bürgernah, natürlich ist man bei den verschiedenen Veranstaltungen präsent, man kommt aber nicht mit allen Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt und bei den Hausbesuchen ist das möglich und das ist für mich einfach wichtig, damit ich auch von denen ihre Anliegen, ihre Probleme, ihre Wünsche erfahre, dass wir die in die tägliche Gemeindearbeit letztendlich einfließen lassen können. Abgesehen davon macht es natürlich auch Spaß, es ist lustig, es gibt oft einmal was zum Trinken, auch zum Essen. Es war früher etwas leichter, wie man gesehen hat, jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen schon, aber es ist einfach eine tolle Sache und ich wäre immer herzlich aufgenommen. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger schätzen das schon, dass ich sehr bürgernah agiere und nehmen das an und honorieren das auch. Das kann ich nachvollziehen. Ich würde Sie auch in mein Haus lassen. Soll ich auch zum Hausbesuch kommen? Ich wohne allerdings. Ich weiß nicht einmal, wo sie wohnt. Aber natürlich noch einmal zurück zur Sache. Es gibt eine Möglichkeit, schon vorab zu wählen, organisatorisch. Es gibt einen Vorwahltag. Können wir den noch oder erklären Sie das noch ganz kurz, wie man sich das vorstellen darf? Ja, wir werden natürlich unsere Bürgerinnen und Bürger, einmal haben wir es eh schon gemacht, entsprechend informieren. Es gibt wieder, so wie bei der letzten Wahl, wo eine Landtags- und Gemeinderatswahl gemeinsam durchgeführt wurde, einen sogenannten Vorwahltag. Dieser Vorwahltag ist am Freitag, den 20. Februar. Da können alle Bürgerinnen und Bürger aller Ortsteile hier in Kirchschach im Rathaus bereits wählen. Nur im Rathaus, das heißt, dieses Wahlbüro ist da offen. In weiterer Folge ist dann am 1. März der Hauptwahltag.
wo natürlich in den einzelnen Wahlsprengeln Kötschach Süd, Kötschach Nord, St. Jakob, Würmlach und Mauthen die Wahllokale geöffnet sind und natürlich die entsprechenden Uhrzeiten werden den Bürgerinnen und Bürgern mitgeteilt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit der sogenannten Briefwahl. Wenn jemand nicht da ist, kann er dann bereits früher wählen. Er kann natürlich auch sich die Wahlkarte zuschicken lassen, dann wählen und das wieder zurückschicken. Was aber wichtig ist, es muss diese Wahlkarte, diese Briefwahlkarte bis Sonntag um 14 Uhr, also 1. März, spätestens im Wahllokal sein, damit auch das ordnungsgemäß abgewickelt werden kann. Ansonsten wird sie nicht mehr angenommen. Aber wir werden die Bürgerinnen und Bürger natürlich über diese administrativen und zeitlichen Notwendigkeiten und Erfordernisse dementsprechend informieren. Danke für diese Information. Ja, toi, 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 viel Erfolg Ihrem Team, Ihnen selbst natürlich auch. Und ja, vielleicht gibt es wieder einen Wahlauftakt in 6 Jahren mit Ihnen, wer weiß. Jetzt machen wir mal diese Wahl, wir machen diesen heutigen Abend fertig. Ja, ich bin halt eine unsagbare Optimistin und 18 Jahre mit Walter Hartlieb, ja, und die nächsten Jahre werden sich weisen. Alles, alles Gute, Walter Hartlieb mit seinem Team.